Es ist unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass sein Tod einen Sinn hat. Ja, bring mir diese Codes zu Sia. Das Ding hat uns bemerkt. Das war knapp. Einen Weg rein. Dann beeilen wir uns. Den Pilgerweg zur Sias Basis nehmen. Es gibt noch einen Weg, aber die Imperialen patrouillieren. Wir schaffen das. Deckung hoch. Jetzt wird es kein Kampf. Geht los. Schlecht, Jedi. Unser Freund ist zurück. Oh, toll. Danke nochmal für den Talisman. Du hast ihn dringender gebraucht als ich. Gehen wir. Hier ist es nicht sicher. Mach dich kampfbereit. Hoffentlich bist du bereit. Das war dein letzter Fehler. Gute Arbeit, Jedi. Gleichfalls, Geist. Wie kommst du denn hierher? Was sie erfinden werden. Gut. Sie dürfen nie erfahren, dass der Pfad hier war. Gegner nähern sich. Wie in alten Zeiten. Ich greife auf Distanz bleiben. Ich werde dich schlagen. Yeah.
Natürlich. Was hast du vor? Keine Zeit für Erklärungen. Vertraust du mir? Ja. War das fürs Glück? Nein. Für mich. Nicht zu früh. Das gemacht? Es ist ein Ritual, das ich nach meiner Rückkehr nach Datomir entdeckt habe. Es ist anstrengend. Alles okay? Mir geht's gut. Komm schon, bringen wir diese Codes zu Seer. Bereit? Ja, gehen wir.
Seer. Wir konnten Amias nicht retten. Er hat sein Leben hierfür gegeben. Mein Beileid. Ich weiß, du hast dein Bestes getan, Kerl. Und das Imperium? Hat uns nicht verfolgt. Hey, Schrottsammler. Schön, dass du noch ganz bist. Meister Cordova, habt ihr nun einen Weg durch den Abyss? Nein. Doch du vielleicht, Kerl. Bode und ich sind im Archiv auf einige interessante Daten gestoßen. Präsentieren wir den Fund. Vor Jahrhunderten gründete die Republik eine Kolonie auf Kobo, um eine Sternenanomalie zu untersuchen, die als der Abyss bekannt ist. Santari Cree leitete das Forschungsteam. Das ist sie. Die ersten Versuche, durch den Abyss zu navigieren, endeten im Desaster. Die Republik stand kurz davor, das Projekt wieder abzubrechen. Du wärst dann wohl freiwillig hineingeflogen und hat auf der anderen Seite einen Planeten entdeckt? Dagon. Mit den Daten seiner Reise erfand Cree den Abyss-Kompass, um andere sicher nach Tanalar zu bringen. Die Republik gründete dort eine Ansiedlung, die Jedi bauten einen Tempel, genau wie du gesagt hast. Leider endete eine Zeit voller Frieden und Wohlstand, als Marodeure aus dem Outer Rim angriffen. Ja, die habe ich auch gesehen, aber wie kamen sie durch den Abyss? Wohl nur mit einem gestohlenen Kompass. Keine Sorge, wir sind nicht so unvorsichtig. Wegen der Übermacht gab die Republik Tanalar auf. Und der Rat der Jedi befahl Cree, die Kompasse zu zerstören. Dagon Gera weigerte sich und begehrte gegen den Orden auf. Das ist ein Gendai. Sie verbünden sich nicht oft mit anderen Spezies. Anscheinend arbeitet Ravis schon länger mit Dagon zusammen als gedacht. Also hat der Orden Jedi geschickt, um die Kompasse sicherzustellen. Und Dagon brachte sie deswegen um. Ein Jedi, der andere Jedi tötet. Aber Santari hat gesagt, dass Dagon der Schlüssel nach Tanalar ist. Vielleicht stimmt das auch, junger Jedi. Trotz aller Bemühungen konnte ich die Kompasse, die du mir gebracht hast, nicht reparieren. Jedoch sind laut den Aufzeichnungen 3 davon verschwunden. Da draußen könnte es also noch einen geben. Ja. Dagon hat seine Armee auf die Suche danach geschickt. Ihr könntet bleiben und uns helfen, aber ich kenne diesen Blick. Welchen Blick? Hoffnung. Dieser Planet ist eine Zuflucht für alle, die sich gegen das Imperium auflehnen. Also kommt ihr mit uns? Ich meine, Grease könnte auf der Mantis Platz machen. Für alle. Nein. Dieser Ort braucht mich. Der versteckte Pfad braucht mich. Cordova? Es tut mir leid, mein Freund. Im Moment ist mein Platz auf Jeddah mit Seer. Ich gebe dir einen Datenstick, damit du auf unsere Daten Zugriff hast, wo immer dich deine Reise hinführt. Lass mich raten. Willst du auch bleiben? Als wir uns kennenlernten, dachte ich, das, was uns verbindet, ist einzigartig. Überlebende. Im Kampf gegen das Imperium, das uns die Familien genommen hat. Ja. Dank dir weiß ich, ich bin nicht allein. Ging mir genauso. Doch die Galaxis ist voll mit Leuten, die unser Schicksal teilen. Wie es hier schon sagte, vielleicht hast du eine Zuflucht für sie gefunden. Vielleicht, wenn wir einen Weg finden. Ich begleite dich. Außerdem ist es schon wieder viel zu lange her, dass Grease die Haare zu Berge stehen. Wir sehen uns auf der Mantis, Schwester der Nacht.